So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Zwei Stück stehen nämlich noch aus, die so um die Weihnachtszeit herum entstanden sind, beziehungsweise Pakete, die um die Weihnachtszeit herum gekommen sind. Deswegen habe ich auch immer noch diesen schönen Pullover jetzt an. Wieder extra dafür. Adi, was ist denn? Adi sitzt einfach hinter mir auf der Toilette. Jo, was geht ab? Diese zwei sind heute dran. Da ist eins. Weiß ich jetzt wieder nicht von wem. Das kriegt ihr immer mit, wenn ihr in den Streams seid oder es steht dann irgendwann im Titel noch. Und das hier ist so irgendwie vom Hannes. Der hatte mir da ein Bild geschickt schon. Das ist auf jeden Fall schwer. Sieht aus einfach wie ein Bierfass, was er hier so. Oh, das ist ein Superböller. Ein Ultra-Superböller. Und den zündest du an und geht's. Und dann ist das ganze Haus weg. Hat es aber auf jeden Fall sehr bedacht, das schön einzupacken und hat immer wieder gesagt, mach das bitte auf, guck bitte direkt nach, ob es noch ganz ist. Jetzt habe ich es die ganze Zeit rumstehen lassen, denn da steht auch Vorsicht Glas. Hier ist eigentlich ein Hängel dran, dass man das hier so nehmen kann. Jetzt sieht es noch lustiger aus, oder? Ich glaube, da ist eine Flasche Bier drin und drumherum Biergläser oder so ähnlich. Wir versuchen uns jetzt mal hier rein zu kämpfen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man das am besten aufmacht oder wie man das an sich angeht. Schlitzen uns jetzt einfach durch diese Unmengen an Klebeband durch, Stück für Stück. Jetzt haben wir hier nämlich wieder was. Hier vorne ist komischerweise nichts. Dann ist hier bestimmt wieder was. So, genau. Dann müsste das hinten nämlich die Kante sein, an der man das dann hoch macht. Hoch macht. So, jetzt einmal hier wieder runter. Das wechselt sich irgendwie die ganze Zeit ab. Einmal hoch, einmal runter, einmal links, einmal rechts. Und irgendwie sind wir jetzt schon wieder am Anfang und irgendwie bin ich jetzt immer noch nicht weiter. Ich glaube, wir ziehen einfach mal beherzt dran. Und dann ist das auch auf. Er braucht schon hier dann diesen komischen. Das ist ja so verzwickt. So verzwickt gemacht, da blickt ja gar keiner durch. Jetzt könnt ihr das hier aufziehen. Ach nee, bin ich bescheuert. Von wegen, da ist ein Bier drin und dann lauter Gläser drumherum. Es war genau anders. Da ist ein Glas drin und lauter Biere drumherum. Ein Glas. Das sieht doch gut aus. Und 6 Biere. Wir tun erstmal das Glas raus. Oh mein Gott. Was haben die damit gemacht? Man weiß es nicht. Ich hoffe, das kann man auch so raus tun. Wie ist das denn da reingekommen, wenn das jetzt kaum rausgeht? Das sieht aber sehr merkwürdig aus. Das ist ein Kugelbauer Turm, ein 100-Wasser-Architekturprojekt, geplant und bearbeitet von Architekt Peter Pelikan und Weißbierbrauer Kugelbauer, der Weißbier-Spezialist aus Abensberg. Kennt ihr das? Schon mal gesehen? Kennt ihr diesen 100-Wasser? 100 Wasser, ein Architekturprojekt, der hat also wirklich so einen Turm gebaut, den gibt es richtig in der Realität. Das soll jetzt dieser Turm sein, als Glas zum Trinken, ja, das sieht total, das ist was richtig Edles, sagen wir mal dazu. Verrückte Leute mit verrückten Ideen, Seth Rollins, auch der Architekt der WWE, und dazu gibt es dann hier Turmweise, Weißbierbrauer Kugelbauer, Grüner Januar, Klarus Schweiz, Kugelbauer Turm, 100 Wasser Architekturprojekt. Habt ihr hier auch ein schwarzes Etikett, hier ist das nochmal drauf, hier sieht man das nochmal so, das ist alles hier so drin. Dann hat das insgesamt, wie viel hat das, steht das auch irgendwo? Das
einzigartige Bier- und Kunsterlebnis. Entdecken Sie, wie bayerische Bierkultur und Kunst in einer der ältesten Brauereien der Welt zueinander finden. Hören Sie Interessantes und Amüsantes rund ums Bier und lassen Sie sich begeistern von der reizvollen Architektur des Kugelbauer Turms, einem 100-Wasser-Architekturprojekt, geplant und bearbeitet von Architekt Peter Pelikan. Informationen zum Kugelbauer Turm und Kugelbauers Bierwelt wie Öffnungszeiten, Brauereiführungen und Eintrittspreise etc. finden Sie unter www.kugelbauers-bierwelt.de. Mindestens halber bis, wo steht jetzt, wie viel das hat? 0,5 Liter, okay. Und wie viel hat's? 5,9 voll. Lagertemperatur, Trink- und Labertemperatur 7 bis 8 Grad, Spezialbier. Das also ein Kugelbauer. Bier, weiße, Turm, weiße. Das müssten jetzt alles dieselben sein, oder? Ja, weiße. Nicht, dass es da noch verschiedene Sorten von gibt. Weiße hier, weiße da, weiße überall, alles klar. Ich glaube, wollen wir uns dann mal eins einfüllen? Ich glaube, am Ende des Videos füllen wir uns direkt mal eins ein. Das also vom Hannes, ein Weißbier, ein in der dunklen, in der schwarzen, in der richtig bösen, brutalen Flasche. Es ist aber trotzdem ein Weißbier. Und jetzt muss ich noch mal schauen, da bin ich ganz gespannt, denn der Alba fragt ja die ganze Zeit, ob ich sein Paket schon ausgepackt habe. Und eins ist noch vom... Oh, jetzt komme ich wieder durcheinander mit den ganzen Leuten und den ganzen Namen. Einer hat mich privat angeschrieben und hatte gefragt. Und das Private müsste, glaube ich, das andere sein. Und das müsste, glaube ich, vom Alba sein. Oder auch andersrum. Wir gucken mal. Ist das sinnlos? Das habe ich nicht letztens gesagt. Der macht das mit Absicht und der will mich veräppeln. Ja? Und jetzt guckt mal hier. Weiße Gummischuhe. Was habt ihr hier noch? Weiße Gummischuhe. War ich letztens auf dem Stand und hab gesagt, wenn noch einer mal diese Gummischuhe bestellt, dann sind die 5 erreicht und die verschwinden, glaube ich, von der Liste. Denn ich hatte bei der Liste stehen, 5, also benötigt 5 hat 0. Ich habe das einfach nur, ich habe keine 5 Paare gebraucht. Ich habe das einfach nur random so als eine Zahl mal hingeschrieben, ja. Also ein Paar habe ich ja noch an, ein Paar hatte ich noch als Ersatz, ein Paar hat mir Sabrina geschickt, ein Paar gab es dann schon mal vom Alba, glaube ich. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, wenn jetzt noch einer ein Paar nimmt, dann habe ich ja theoretisch, sind ja alle 5 weg oder was? Obwohl das erste ja nicht dazu zählt, das war ja von mir selber. Was hat er gemacht? Er hat nochmal 2 Paare bestellt von den weißen Gummischuhen? Damit die von der Liste verschwunden sind und ich jetzt den ganzen Vorrat habe. Also ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich habe jetzt wirklich diese 2 als Ersatz und ich habe noch 2 als Ersatz draußen. Und ich habe immer noch ein Paar, was ich immer anhabe. Beziehungsweise habe ich 3 als Ersatz draußen und die 2 als Ersatz. Ich blicke nicht durch, keine Ahnung. Das heißt, auf den Schock muss ich mir jetzt wirklich erstmal ein Turm Weiße auf. Ach, das passt alles so gut. Das ist ein Weißbier, das heißt Turmweiße, das sind weiße Schuhe, die kommen von Albert Schein, deswegen habe ich letztens in den Titel geschrieben, der weiße Riese. Der weiße Riese, ein Turmweiße, Türme sind groß, in Riesen, sind weiß, ein Weißbier, Albert Schein, der Riese, wieder weiße Schuhe, also das ist, das müssen wir jetzt aufmachen. Okay, da kam nicht so viel Druck, aber egal. Wir füllen das jetzt mal hier in unser weißes Glas, was halt nicht weiß ist, aber ja, da können wir gleich nochmal bewerten. Wir tun so, als würde der Adventskalender noch intakt sein. Was geben wir denn fürs Etikett? Das ist mir eigentlich zu dunkel. Ich glaube, ich würde 3 von 5 geben fürs Etikett. Ja, würde ich da wirklich, glaube ich. Ja, das müssen wir jetzt leider so lassen. Ich muss mir das kurz noch mal angucken. Etikett, guck dir das an.
Ist an sich ja fresh, hin und her, aber mir alles ein bisschen zu dunkel, zu böse. Das hätten sie auf dem weißen Etikett machen können und den Turm so richtig hell beleuchten. Das ist ja auch ein Weißbier. Keine Ahnung, wieso die das jetzt so schwarz gemacht haben. 3 Punkte fürs Etikett. Jetzt guckt es euch mal hier an. Die Farbe von dem Bier, ne? Du kannst nicht durchgucken, es ist ein bisschen trüb. Es ist dafür aber doch ein bisschen dunkel. Also es ist so eine komische Kombination. Wenn die Farbe kräftiger wäre, bessere Punkte. So ist es ein bisschen. Ich glaube, ich würde 2 Punkte bei Farbe geben. Schaum ist da, das ist alles voll mit Schaum. Und Geruch, also 2 bei Geruch. Riecht süßlich. Riecht nach Bier, riecht wieder nach Bananen. Kriegt 4 bei Geruch und Geschmack kommt auch noch. Wer weiß, ob ich hier an das Bier rankomme bei dem vielen Schaum. Schmeckt wie ein Weißbier halt so schmeckt, kann man so trinken, setzt man dann ab, wird auch nicht, hat auch keinen bösen Nachgeschmack, sage ich mal. Weißbier ist es jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsbier, ich würde bei dem Geschmack auch 3 Punkte geben von 5 in aller Adventskalender-Manier. Das kann ich aber jetzt nicht ganz ausdringen, sonst breche ich nämlich hierher. Ich merke jetzt schon, wie mir total schlecht ist. Aber eine sehr lustige Idee, muss man da schon sagen, ja. Wenn man das sieht, dass ich jetzt so viele weiße Schuhe habe, dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Am besten, ich setze die neu auf die Liste mit Stückzahl 5. Dann kriege ich doch mal 5 und dann habe ich wirklich ausgesorgt mein Leben lang. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.